Es war wieder einiges los in der vergangenen Woche und somit darf ich Sie ganz recht herzlich begrüßen zu den Ländle TV der Tag Wochenhighlights. Ein Thema aus dieser Woche war der Baubeginn vom Burger King in Dornbirn. Direkt gegenüber vom Messepark entsteht ja das neue Fastfood-Restaurant. Uns hat interessiert, was denn eigentlich die Dornbirner davon halten. Gleich um die Ecke vom Messepark in Dornbirn haben vor wenigen Tagen Bauarbeiten begonnen. Das erste Burger King-Restaurant Vorarlberg soll hier bereits im Juni seinen Betrieb aufnehmen. Und die Vorarlberger wissen genau, was sie erwartet. Hast du mitgekriegt, was da gerade gegenüber gebaut wird vom Messepark? Ja, der Burger King, glaube ich. Ja. Ich habe etwas gehört im Fernsehen, aber ich wusste das nicht mehr ganz genau. Aber es täte mir vielleicht noch einfallen. Ja, wenn ich Ihnen einen Tipp gebe, dann gibt es schnelles Essen, Burger und Pommes. Ah! Burger King, oder? Burger King, ja so, jawohl. Zwei Stockwerke, eine Terrasse und Gastgarten sollen bis zu 164 Sitzplätze bieten. Für das bequeme Abholen der Speisen mit dem Auto sind 40 Parkplätze sowie ein Drive-In geplant. Wie oft geht man denn persönlich, wenn man sich an der Nase nimmt, in solche Restaurants? Also jetzt wirklich Manga, McDonald's, Nordsee, Burger King? Sehr oft. Ich weiß es persönlich. In der Pause, wenn man Pause hat, in Schul oder wenn man da drin ist oder wenn einem langweilig ist und keinen Bock hat zum Kochen, ist McDonald's der schnellste Weg meistens. Oder für die Mamis, wo schnell gehen muss, holt man schnell einen Burger. Schmeckt nicht gut. Wenn schnell gehen sollte, für die ist es recht, aber nicht einmal den Gang. Nein, überhaupt nicht. Frisch gekocht ist immer besser und ist viel billiger noch. Mit Burger King ist unser Bundesland um eine globale Restaurantkette reicher. Zudem werden am Standort in Dornbirn rund 35 neue Arbeitsplätze geschaffen. Am Tag der Arthroskopie drehte sich im Landeskrankenhaus in Feldkirch alles um das Thema Gelenksspiegelung. Mit ganz unterschiedlichen Methoden wurde hier über diese präzise Operationsmethode informiert. Am Tag der Arthroskopie dreht sich alles um Gelenke und die Gelenksspiegelung. Mittels modernster Technik ist es heute möglich, Gelenke von innen zu sehen und Schäden zu erkennen. Der Kreuzbandchirurgie zum Beispiel war in den 80er Jahren, hat bedeutet 14 Tage im Krankenhaus und 6 Wochen eine Gipsrückstellung und ein extrem langer Weg zurück, da natürlich durch diese Rückstellung mit dem Gips auch die Beweglichkeit nach 6 Wochen katastrophal war. Und jetzt ist man so, dass man so weit, dass wir sagen, wir operieren. Der Patient steht am nächsten Tag nach der Operation auf mit einer Schiene, geht nach 2 bis 3 Tagen nach Hause und ist bereits dann in Physiotherapie die ersten 6 Wochen. Natürlich ist es trotzdem so, die Biologie ändert sich ja nicht. Das dauert trotzdem eben die 8 Monate, bis man wieder richtig voll belastet sportfähig wird. Anhand überdimensionalen Kniegelenken und einer OP an einem Kunstknie werden wichtige Vorgänge veranschaulicht, aber auch aufgezeigt, dass die Physiotherapie alleine nicht immer ausreicht. Also 2017 haben wir einen Fußballspieler, das Kreuzband, das vordere gerissen, haben wir das Knie verdreht. Dann haben wir zuerst gedacht, ja, operieren oder probieren wir es mit Physiotherapie, Muskelaufbau. Dann habe ich schnell mal gespürt, ja, mit Physiotherapie wird das nicht ganz, weil es doch sehr instabil ist mit Knie. Dann haben wir entschlossen, zum Operieren zu lassen. Hat super funktioniert eigentlich. Am dritten Tag bin ich rausgekommen aus dem Spital, bin wieder Physiotherapie gegangen, Muskelaufbau gemacht. Jetzt noch auf 9 Monate kann ich eigentlich alles wieder machen. Fußballer, Tennisspieler, jetzt ist alles wieder gut und jetzt kann ich es wieder genießen. Ein gesunder Lebensstil und ausreichend Bewegung können gröberen Verletzungen vorbeugen. Sollten Gelenke aber dennoch abnutzen oder verletzt werden, dann ist mittels heutiger Technik eine gute Genesung durchaus wahrscheinlich. Da war einiges los im Bregenzer Festspielhaus bei der Präsentation von Diskurs Zukunft der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Wo geht's denn eigentlich hin in Zukunft und was wurde bei diesem Prozess denn alles schon getan? Und vor allem, wie geht's im Jahr 2019 weiter? Alles Fragen, die beim großen Event im Bregenzer Festspielhaus beantwortet wurden. Vorarlberg mutig gestalten. Unter diesem Titel wurden Mittwochabend im Festspielhaus in Bregenz die Ziele des Prozesses Diskurs Zukunft vorgestellt. Alles drehte sich um die Visionen und Ziele für den Lebens- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Im Herbst 2018 fand der Kick-off statt. Nun soll es ans Tun gehen. Und man freute sich, dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Interesse zeigten.
Die Roadmap mit knapp 50 Projekten für 2019 wurde ebenfalls präsentiert. Hier gibt es 7 Themenbereiche: digitale Innovation, Wirtschaftsstandort, Zukunftspartnerschaft, Regionalität, Kommunikation, Mitgliederservice und die Bildung. Das fängt auch in der Grundschule und das geht nachher definitiv in den Bereich hinein weiter, wo man auch sehen kann, eine Lehre wird weit unter ihrem Wert geschlagen. Das, was Handwerk in Vorarlberg leistet und qualitativ abliefert, bin ich schon der Meinung, ist nicht nur sehenswert, sondern repräsentativ. Als ein Highlight des Abends trat dann Wirtschaftsphilosoph Anders Inzet auf die Bühne und er präsentierte seinen Blick in die Zukunft auf seine ganz eigene Art und Weise. Es ist so viel Bullshit im Business. Bye, bye, bla, bla, Land. 50% aller Meetings im Unternehmen sind Bullshit. Wir brauchen Menschen, die sich trauen, aufzustehen und sagen, Leute, ich glaube, es macht keinen Sinn. Und ich finde es toll mit der Initiative der Bildung, weil darum geht es, wir müssen Sachen lernen, wir müssen gemeinsam was machen. Und lebenslanges Lernen kommt von Exploration. Wenn ich aber zusammen mit jemandem arbeite, so wie Amazon jedes Meeting macht, dann lerne ich fürs Leben. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg möchte mit Diskurs Zukunft ein starkes Signal setzen. Es sollen nun Projektteams geschaffen werden, die in den Regionen die Bedürfnisse vor Ort ausloten und Projekte gemeinsam mit den Unternehmen vor Ort erarbeiten. Alles als lebendiger und anhaltender Prozess. Und somit sind wir wieder am Ende unserer Ländle TV der Tag Wochenhighlights. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen. Es gibt jetzt noch den Blick auf unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss. Schon gewusst, dass sich die ersten Belege zur Fasnaht in Vorarlberg bereits im 13. Jahrhundert finden lassen? Diese beziehen sich vor allem auf das Brauchtum des Bratenstehlens am Gumpiger Donnerstag. Dass der Verband der Vorarlberger Fasnachtszünfte und Gilden bereits in den 80er Jahren gegründet wurde und heute über 6000 Mitglieder zählt. Dass der Brauch des Funkenfeuers seit 2010 im immateriellen Kulturerbe der UNESCO aufscheint. Und dass die Funkenzunft Bludens gemäß den Überlieferungen seit 1664 die älteste närrische Vereinigung sein soll. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Aufgepasst, am Sonntag steht uns wieder ein winterlicher Tag bevor. Es gibt wieder Schneefall im Laufe des Tages bis ganz hinunter. Und der Schnee, der fällt zum Teil recht kräftig aus. Das bedeutet, im Rheintal, so im nördlichen Rheintal, nördlich vom Kummenberg, sind durchaus so 15 bis sogar 20 cm Neuschnee bis Sonntagabend möglich. Etwas weniger so im Raum Feldkirch ins Wallgau hinein, dort so 10 bis 15 cm, aber auch durchaus, die es dort zusammen gibt. Am meisten Schnee, so Bödele massiv, 20 bis 40 cm, vielleicht am Bödele auch 50 cm, also ein halber Meter Neuschnee und auch im Rätikon durchaus so um die 30 cm Schnee. Aufgepasst also, wenn Sie mit Auto und so weiter unterwegs sind, es kann auf den Straßen winterliche Straßenverhältnisse geben. Schauen wir im Detail auf den Sonntag, eben in den Morgenstunden, da kommt diese Luft herein, sie wird immer kälter, das heißt, wir haben anfangs eine Schneefallgrenze so bei 500 Meter, also mit Schneeregen vermischt, aber ab den Morgenstunden geht dann die Schneefallgrenze bis ganz runter und dann schneit es eigentlich kräftig und anhaltend und erst im Laufe des Nachmittags dann über dem Rheintal und ins Wallgau hinein wieder ein paar trockene Phasen, aber der Schneefall, der hört erst so in der Nacht zum Montag auf. Temperaturen, Sie sehen selber, keine Bewegung am Morgen so zwischen minus 1 und nachmittags plus 1 Grad. Auf dem Brückelekopf oben tief winterlich auf 1100 Meter und minus 3 Grad als Höchstwert. Anfang Woche dann die Wetterberuhigung. Zum Montag ein Gemisch aus Sonne und Wolken, noch recht viele Wolken da. Wir starten leicht frostig, tagsüber dann so knapp über 0 Grad. Und der Dienstag nach jetzigem Stand ziemlich freundlich, aber es gibt auch Wettermodelle, die das nicht ganz so schön zeigen. Also bleiben Sie dran, bei kachelmannwetter.com gibt es genaue Infos. Das war's vom Wetter für Gott bei Ländle TV.